Bine ați venit la videoclipul meu, salut Panda Roșie Nociv din România! So, und damit auch ein recht herzliches Hallo, grüß Gott und guten Tag. Ich wollte nur eben meinen Artgenossen aus Rumänien, Nociv, grüßen. Ja, Grüße gehen raus. Ich schicke euch einen Link zu dem betreffenden Kanal mal in die Beschreibung. Guckt einfach mal rein und dann seht ihr vielleicht, was ich meine. Ja, ich könnte dem stundenlang zugucken und zuhören, ohne einfach zu verstehen. Aber vielleicht lerne ich ja noch Rumänisch. So, und wir gehen jetzt sofort ins Spiel. Ihr seht ja schon im Titel, um was es geht. Wir gehen jetzt sofort ins Spiel. 3, 2, 1 und go! Ein Verräter unter uns. Und eins können wir hier mal verraten: Tipp ist es nicht. So. Schauen wir mal. Er läuft noch ein bisschen ziellos durch die Gegend. Aber ein bisschen Spielerfahrung hat er schon. Und nein, die Krankenstation müssen wir nicht. Wie gesagt, ihr habt das Video vielleicht schon gesehen. An der Switch angefangen hat zu spielen und ein bisschen getestet hat. Und ja, das Spiel hatte keine Bugs. Hat es irgendwie ein bisschen schlecht oder falsch bedient. So, und wir haben den ersten Kill. Ronin ist weg vom Fenster. Und jetzt wird natürlich rege diskutiert. Leider habe ich die Aufzeichnung des Discord Talks nicht dabei. Zum einen war das technisch nicht möglich, weil Kip auf der Switch gespielt hat, und zum anderen glaubt mir, er wollte bestimmte Gespräche und Zitate nicht aus dem Spiel hören, aus den Gesprächen hören. Deswegen werde ich übersynchronisieren, so praktisch aus dem Gedächtnisprotokoll. Nein, ich war es nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich bin aber tot. Ja, ich, was mache ich jetzt? Jetzt müssen wir halt voten. Oh, Venzio hat ja schon gewotet. Warum ist Venzio so grau und hat so einen komischen Hut auf? Ist er vielleicht unter die Piloten gegangen? So ein Pilot wie Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can. Ja, war ein Spitzenpilot. Ja? Alle haben ihr Voting geskippt, also leider noch kein Ergebnis aus diesem spannenden Kriminalfall hoch über den Sternen. Der Einverräter ist noch übrig. Übrigens ist hier alles auf Deutsch übersetzt. Also hier steht nicht Imposter, wie man es vielleicht erkennt von Among Us, sondern da steht dann der Verräter. Und es geht weiter. Und Kip hat jetzt Aufgaben zu erledigen mit seiner Taucherbrille. Und zwar seine Kreditkarte einlesen. Ja, das ist nicht ganz einfach, vor allem wenn die Kreditkarte überwiegt vor Geld, ja. Oder das Gerät einfach sagt so, ich mag nie, da ist irgendwie, vielleicht ist auch kein Geld drauf, ich weiß es nicht. Letzten Gerichtsabrechnung habe ich gesehen, dass ich kein Weihnachtsgeld bekommen habe. Kip, was ist da los? Hast du irgendwie Probleme? Hast du irgendwie noch ein paar Muscheln? Ah, jetzt hat es geklappt. Licht reparieren. Ja, vielleicht sollte man das Licht reparieren. Aber in diesem Fall, wenn es um Among Us geht, denkt Kip, Team heißt toll, ein anderer macht's. So, an der Elektrik ein bisschen rum. Ja, was muss man da eigentlich machen, damit man da. Das ist das Licht reparieren. Ich glaube, ja, man muss irgendwie alle Knöpfe so drücken, damit alles grün, alle grünen Lichter angehen. Denke ich mal. Aber wie gesagt, Kip scheint der Steuerung Probleme zu haben. Während er das macht, könnte der Verräter, der Imposter, ja, schon in der Nähe sein. Bis jetzt gibt es keine Hinweise. Ups! Moment. Da ist jemand gekillt worden. Kip war nebendran. Also jemand hat hier jemand gekillt und hat aber gesehen haben und jetzt ist auch
Und jetzt ist er weggekippt. Markur war der Imposter. Ja, das war schon ein bisschen seltsam. Kip hat nichts gemerkt. So, wir gehen in die nächste Runde. Start in 1 und pssst. Und Kip ist wieder bei der Besatzung. Und los geht's. Immer wieder lustig, was es für tolle Verkleidungen für die Among Us Aliens gibt. Haben die überhaupt eine offizielle Bezeichnung und wie sehen die unter ihren Raumanzügen eigentlich aus? Und warum haben die eigentlich gar keine Arme, können aber trotzdem den Alarmbutton drücken? Das ist schon ein bisschen seltsam. Damit kann sich aber Kip dann im gesonderten Video darüber befassen. Hat ja auch schon tolle Bilder zu den Among Us Aliens gemacht. Vielleicht sind das alles die Poster. So, jetzt gibt es Kabel verdrahten. Da. Die Gelb will nicht reingehen. Vielleicht versucht Alarmreaktorschmelze. Aber Kip ist immer am Verdrahten. Ja, Kabel verlegen, das ist, das muss mir auch ernst sein, ja. Die Gelbe will irgendwie nicht. Ist er schon aufgeben? Vielleicht geht's mit Pink. Aha, jetzt scheint er den Dreh raus zu haben. Oh. Die Elektrik. Was ist eigentlich die Mission von diesem Raumschiff? Und wo fliegt es hin? Was ist die Mission? Und warum bringen die sich alle gegenseitig? Warum ist da immer ein Verräter dabei und bringt die anderen um? Das ist schon irgendwie komisch. Gibt es eigentlich eine Story hinter Among Us? Würde mich mal interessieren. Mich würde das mal reizen, wirklich eine Story, ein Story-Video da draus zu machen. Also nicht in meinem Gespräch. Also ich war da. Hallo? Einer von den Besatzungskameraden ist gerade tot. Ist man da nicht ein bisschen darüber besorgt? Erstmal und fragt sich, was ist denn da passiert? Warum? Seltsam. Ne? Also das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ja, wir sind ja hier ein Science-Fiction-Kanal. Jedenfalls bildet sich Kip ein, dass es ein Science-Fiction-Kanal ist. Ja. Weil man sich schon fragen muss, ob man das Zeigen als seiner Playmobil-Sammlung als Science-Fiction ansehen kann. Ja. Gut. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind jetzt bei Among Us. Ja. wer ist der Verräter? Können wir nicht in den Chat reingucken. Aha. Die Leute denken, entweder das ist Venzi oder das ist Ronin. Ist leider ein Unentschieden und deswegen keiner rausgewählt. Also der Verräter ist noch übrig. Also sollte Kip schleunigst seine Aufgaben mal weitermachen. Was gibt es noch für Aufgaben? Bei dem Pfeil nach, genau. Und wieder Kabelgedrähte verlegen. Rote, gelbe, grüne, blaue. Liebe Zuschauer, kommt und klickt auf einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da, damit der arme Flaffo in Zukunft ein bisschen mehr Muscheln bekommt auf seinem Konto. Ja, und dass ich Kip auch mal das Weihnachtsgeld leisten kann. Warum gibt es eigentlich nur Weihnachtsgeld? Gibt es auch Ostergeld? Pfingstengeld? Oh, ist Phyllis vielleicht der Imposterin, die Verräterin? Aufgabe erledigt, jawohl. Und hochladen, runterladen, hochladen. Ah, das ist runterladen von der Kommunikation auf unser Tablet. Ah, ein paar tolle Gummistiefel-Videos. Extra für Kip, ja. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Ich sollte ihn nicht so ärgern, sonst das von Gehalt habe. Und jetzt wird hochgeladen vom Tablet auf das zum Abquartier des Soldaten. Eigentlich, was machen wir hier im Raumschiff? Was ist die Mission? Was ist die Aufgabe?
Und ist euch schon aufgefallen, dass es zwar eine Cafeteria, aber keine Toilette und auch keine Mannschaftsunterkünfte gibt? Hm, seltsam. Und es steht jetzt auch irgendwie niemand in der Pilotenkanzel am Steuer. Das ist schon seltsam. Ah, gut, vielleicht wird ja das Raumschiff vom Computer geflogen. Kann ja auch sein. Oder es hat sich einfach niemand Gedanken darum gemacht. Hier muss man was machen, aber ups, es ist schon wieder jemand. Okay, Vincio ist Death, das heißt, er ist schon mal nicht. Jemand hat ihm die Hörner aufgesetzt und abgesägt. Jetzt wird's kritisch. Wer ist der Imposter oder die Imposterin? Diep, diep, diep. Bei diesen Phasen, da weiß ich gar nicht, was ich überhaupt reden soll. Das ist irgendwie ein bisschen. Ich glaube, hier überspringen wir mal. Gehen jetzt in die spannenden Teile über. Puh, das hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert. Und tschüss, Vakur. Und er war der Verräter. Victory! Jawohl! Und auf geht's in die nächste Runde. An dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Kollegen aus Rumänien grüßen. Birnati Venitla Video Klipul Moi Salut Pandarosi Nogiv Din Romana Romania Romania. Oder ich lasse es nochmal Siri vorlesen. Bine ați venit la videoclipul meu. Salut, Panda Roșie, Nociv din România. Nociv. Und ich glaube, ich habe gerade den Desktop-Ton ausgemacht. Jetzt habt ihr es nicht gehört. Ja, ich spiele es nochmal ein. Bine ați venit la videoclipul meu. Salut, Panda Roșie, Nociv din România. Panda Roșie. Heißt Red Panda und No Chief. Jetzt ausgesprochen. So, und jetzt sind wir wieder hier mal zurück bei Splatoon. Nein, bei bei Splatoon. Da kommen wir noch früh genug dazu. Ja, tatsächlich gibt nämlich ein paar Überraschungen noch ausgedacht. Aber, liebe Kinder, ihr wartet bitte auf die nächste Folge. So, ich sehe gerade, oh, Flint hat's weggesplattet. Kip ist nicht der Imposter, ist ja der Verräter. Aber, wie heißt es doch so schön, es wäre ja langweilig, wenn es gleich vorbei wäre und wenn man alles wüsste. Ja. Es gibt ja nicht schon genug Krimis im Fernsehen, jetzt sind sie auch schon im Internet und jeder kann mal hier den Killer spielen. Ja. Aber geh erstmal ein paar mit Briefen abschießen, so ein und da, Aufgabe erledigt. Super gut gemacht. Jetzt solltest du das Licht reparieren, Kip, sonst steht ihr im Dunkeln. Seht ihr, da sitzt niemand im Piloten-Dings. Die rennen hier nur rum und tun hochladen, runterladen, hochladen, runterladen, hochladen, runterladen. Von der Navigation aufs Tablet. Und dann muss man hier dann noch den Kurs korrigieren. Aber man muss doch ein bisschen steuern. Das Spaceship. Wie heißt das Spaceship überhaupt? Wie heißt der Heimatplanet von diesen Wesen? Was ist ihre Mission? Das habe ich schon mal gefragt. Da mal eine schöne Science-Fiction-Story dazu. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht. Es gibt übrigens auch einen herrlichen 3D-animierten Film von Markus Angeschrien oder Tomary. Wer hat den nochmal gemacht?
ich glaube, Markus angeschrien. Der ist wirklich richtig hochwertig gemacht und sogar synchronisiert von Julian Bam und Unge und so weiter. Aber ich glaube, auch da geht es nur darum, oh, wir hatten jetzt, wer ist, ich war da und ich war da und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht, aber irgendwie gar keine Story, irgendwie gar nicht so, ja, warum sind die überhaupt unterwegs und überhaupt, warum wollen die Imposter überhaupt alles vereideln, diese Mission? Hm? Ist komisch. Ja. So, wer ist der Verräter? Also ich tippe mal auf Enzio. Ja, der, wer solche Hörner hat, der, der kann ja nur irgendwie ein paar Sachen auf dem Kerbholz haben. Ja. Aha. Da haben sich Kip und Enzio mal wieder gegenseitig gewählt. Und wir wissen ja, Kip war es schon mal nicht. Aber es könnte auch jemand ganz anders sein. Ja. Auch möglich. So, dann hier in der Cafeteria bleiben, erstmal einen Kaffee trinken. Ja, ich hätte jetzt Bock, was zu trinken und was zu essen. Ich habe einen Saukohldampf. Eieieiei. Richtig einen Kohldampf. Ich glaube, ich werde nach dem Video erstmal was essen gehen. Aha. Uff. Da war Kip auf der richtigen Spur. Es war Wenz. Naja, wenn man so heißt wie ein italienischer Friseursalon in New York City. Es gibt tatsächlich einen Friseursalon, Salon Venzio in New York. Könnt ihr gerne mal googeln. Ja. Jetzt ist es eben so, die Toten, die Geister dürfen natürlich nicht reden, weil die sind ja jetzt weg. Keiner rausgewählt, weil keiner auf die Idee kommt, dass der Böse hier natürlich der ist, wo immer der Böse ist, wo gerne den Bösen spielt. Gibt es noch irgendwelche Aufgaben? Ja, gut, wenn die Geister noch die Aufgaben zu Ende erledigen, dann könnte es sein, dass man noch einen Sieg hier rausholen. Deswegen, Kip sollte sich beeilen. Jetzt drückt jemand den Emergency-Button. Oh Mann! Ja, Bakura. Ja, du musst den anderen sagen, dass es Enzio war, bitte. Weil, ja, Kip hat doch gesagt, so und so, ja. Jetzt bin ich gespannt. Los schon, ach doch. Warum dauert das so lange? Was babbeln die so lange? Bitte. Gib. Yes! Ja! Victory! So, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich gehe jetzt etwas essen. Und ich wünsche euch einen guten Appetit. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.